Program bedeutet in dem Sinne, dass man den Hauptteil des Studiums auf Englisch hat. Das ist erstmal eine große Herausforderung. Gerade in den ersten Tagen ist es echt erstmal ein bisschen schwer, sich daran zu gewöhnen, aber das funktioniert dann auch wunderbar. Das International Program ist ein Angebot an unsere Studierenden, wie sie in vier verschiedenen Fachrichtungen international, aber auch branchenbezogen studieren können. Diese vier Fachrichtungen sind Dienstleistungsmanagement, Spedition und Logistik, Tourismus und Industrie. Die Idee ist, dass die Studierenden zu mindestens 80% in englischer Sprache dieses branchenspezifische duale Studium absolvieren, gleichzeitig aber auch internationale Inhalte mit erfahren und dadurch die Kompetenzen erwerben können, auch in einem internationalen Umfeld arbeiten zu können. Vor allem an dem International Program, an dem ich teilnehme, weil sich das ja ganze International Tourism nennt, gefällt mir vor allem einfach dieser internationale Aspekt, den wir immer in unseren ganzen Vorlesungen integriert haben. Die Dozenten achten da auch sehr stark drauf, dass wir nicht nur deutsche Beispiele oder europäische Beispiele ranziehen, sondern auch wirklich von der ganzen Welt. Das macht definitiv nochmal einen positiven Einfluss, weil man da weg von dieser normalen Schulzeit kommt, wo man ja die ganze Zeit da sitzt und immer das Gleiche hat. Und da fühlt sich das schon so ein bisschen aufregend an, wenn man dann alles auf Englisch machen darf. Ich studiere International Service Management. Das macht super viel Spaß. Man erlernt dann noch eine zweite Fremdsprache, das ist nämlich Spanisch. Und außerdem haben wir im fünften Semester die Möglichkeit, von der HWR aus in der Theorie in ein Ausland zu gehen, beziehungsweise auch von unserem Betrieb haben wir die Möglichkeit, im fünften Semester ins Ausland zu gehen. Und so kann man internationale Erfahrungen sammeln. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das sieht doch im Lebenslauf immer gut aus. Die Aufgabe des International Office am dualen Fachbereich ist, dass die Studierenden zu informieren, welche Möglichkeiten sie überhaupt haben, ins Ausland zu gehen. Wann sie das am besten tun können, wie der Bewerbungsprozess aussieht, welche Partnerschulen wir haben und welche Förderprogramme wir sozusagen anbieten können. Was bedeutet, wie viel Geld zum Beispiel können sie monatlich erhalten für ihren Auslandsaufenthalt? Insgesamt hat die Hochschule für Wirtschaft und Recht ja um die 180 Partneruniversitäten. Wir hier am Fachbereich 2 haben auch einige, die ganz spezifisch für uns geeignet sind. Und man kann dann beispielsweise nach Holland, nach Frankreich, nach Spanien, aber auch nach Mexiko oder nach Phuket gehen und da ein Semester im Ausland studieren an unseren Partnerhochschulen.